Teilnehmerrekord beim 38. Frohnau-Lauf. Der Traditionslauf durch Berlins Gartenstadt ist beliebter denn je. Dieses Jahr gehen knapp 1000 LäuferInnen an den Start. Wir sind halt in Reinickendorf aufgewachsen, also wir kommen einfach von hier, das ist Heimat, Kindheit und einfach Wald und Natur und es ist einfach eine schöne Strecke, um ja, sich nicht zu langweilen. Ja, stimmt, und dass Freunde und Familie halt gut zuschauen können. Der Frohnau-Lauf, ein Muss im Laufkalender. Den Anfang macht aber wie immer der Laufnachwuchs und der ist schon richtig schnell unterwegs. Auf 1,2 bzw. 1,8 Kilometer geht es für die Kids über den Sportplatz an der Schönfließer Straße. Natürlich immer mit lautstarker Unterstützung der Eltern im Rücken. Der Frohnau-Lauf ist ein Familienlauf und schweißt zusammen. Die Kleinen laufen ja hier schon ihre kleinen Runden. Früher ist mein Sohn und Mann auch da mitgelaufen. Da kann die ganze Familie mitlaufen eben. Ne? Die Kinder laufen den Vorlauf, den Kinderlauf, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Also da findet jeder auch seine Strecke dabei. Ne? Und kurz danach geht es auch für alle anderen auf die Strecke durch die schöne Gartenstadt im Norden Berlins. Einmal durch den Ludwig-Lesser-Park, durch die Straßen, mal rauf, mal runter und mal wird es auch ein wenig kurvenreich. Ich fand die Kurven auch immer ganz tricky und witzig, da sie relativ steil manchmal waren, aber ja, es war dadurch einfach ein bisschen dynamischer und hat echt Spaß gemacht. Das Highlight für alle LäuferInnen, der Support der kleinen und großen Fans, die ordentlich Stimmung machen. Die Leute sind aus den Häusern gekommen, haben alle mitgestanden, haben applaudiert, haben, ja, ganz toll. Vielen Dank an die ganzen Freiwilligen, die uns auch immer helfen. Ja. Das ist ganz wichtig, ohne die geht sowas nicht. Im Ziel gibt es dann die wohlverdiente Medaille. Alles im familiären und vertrauten Rahmen. Es könnte nicht besser sein. Ja, war sehr gut, war top organisiert. Die Zuschauer an der Strecke waren auch besonders motivierend. War auch gutes Wetter. Wer jetzt Bock auf Laufen bekommen hat, der ist beim SC Tegeler Forst genau richtig. Am 1. September steht der Halbmarathon Berlin-Reinickendorf an. Und wem Radfahren ein bisschen lieber ist, der ist beim Run & Bike genau richtig. Für beide Termine könnt ihr euch schon anmelden. Seid unbedingt dabei, es lohnt sich.